Willkommen zurück, liebe Spukkameraden, hier bei Luigi's Mansion 2 HD. Wir wollen jetzt ins Badezimmer gehen. Wir müssen nämlich ganz dringend mit Luigi auf Toilette. Aber wir müssten erstmal den Schlüssel uns herstellen. Was bist du denn für ein Geist? Was war das denn für ein Geist? So, jetzt bist du dran. Was war das denn für eine Lila? Umgestalt. Okay, unser Backup. Eine Pilzform. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da passiert irgendwas. Erste Etage? Nein, vierte Etage. Dachschwimmbad gefunden. Nee, hier ist auch nichts. Hier im Schwimmbecken passiert auch nichts. Muss ich echt aufs Sprungbrett gehen? Einmal aufs Sprungbrett bitte, Luigi. Nochmal ordentlich aufs Sprungbrett, ja? Danke. Ah, da. Stimmt, da fehlt die Froschstatue. Ist mir gar nicht aufgefallen. Es wird irgendwas Schlimmes passieren. Oh, das gibt's nicht. Ja, komm her. Ah.
Na komm. Na komm. Und jetzt habe ich den letzten. Aber hier sind noch drei Buhus eigentlich. Und hier sind noch grüne Geister. Also es ist noch nicht zu Ende. Ja. Hoho. Jetzt ernsthaft? Heiliger Hundekuchen, wo kam dieser kleine Streuner denn her? Und was noch wichtiger ist, wo ist er hin? Törichtes Tier. Luigi, ich hol dich schnell zurück, ja? Ach. Okay. Und den Buh haben wir auch. Wir finden es jetzt nur in dem einen Level, das Buh, der Buh. Nun unverhofft oft. Wir müssen uns diese Schlüssel unbedingt zurückbeschaffen. Durch meinen Paraskop scheint den diebischen Winzling nicht orten zu können. Womit lockt man Geisterhunde nur an? Mit spektralen Hundekeksen. Na, lass mir mal deine Geister ins Gehege. Du hast sogar einen neuen gefangen, oder? Nein, ich habe zwei. Juwel, 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 Juwel. Genau. Und den. Buhu? Ah, 511 ist jetzt nicht gerade viel, ich weiß. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich sollte ein paar Modifikationen in dem Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lange dauern. Reiß aus. Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemobbt. Skandalös. Fang den kleinen Racker ein und nimm ihn das gute Stück ab. Ja, nun, Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo in dem Efeuturm. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Frettchen vom Raum zu Raum flitzt. Ich kann ihn mit dem Paraskop nicht orten. Doch Kopf hoch, die Lage ist nicht auswegslos. Unser Schlüsseldieter hat nämlich im Hof am Innenwall einen geisterhaften Pfotenspur hinterlassen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du den Kleinen im Nufer erwischen. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nur mit dem Düsterlicht wirst du sie sehen können. Alles klar, Luigi, dann schnapp dir den Schlüssel, sonst hole ich dich nie wieder zurück. Hihi, war nur Spaß. Viel Glück. Ich wollte gerade sagen, wer zwingt mich denn hier alles zu machen? Wer zwingt mich denn da? Ich will ja gar nicht. Ich will ihm ja gar nicht helfen. Ich bin ja eigentlich normalerweise voll in Arsch und helfe niemandem, aber jetzt muss ich es ja machen. Schon wieder diese Krähen, Raben. Ich habe gesehen, er war rechts lang. Du bist ein Geist, du kannst nicht pinkeln. Okay, das ist jetzt unfair. Aber wir wissen erst rechts lang. Ich brauche da jetzt das Paraskop nicht.
Ach, ein bisschen überhitzt, meine Güte. Ja, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da lang ist. Also, jetzt muss ich hier hinter. Hier kann man rein. Ah, da ist er. Ich finde den Geister. Und ja, ich hatte ihn doch gefunden. Halt, wo ist er jetzt lang? Da ist er lang. Da ist er. Jetzt ernsthaft? Das war doch jetzt wohl unfair. Ich war doch hinter dir. Komm her. Okay, Nummer 1 ist weg. Ah, ich hasse die. Ich weiß, dass du da drin bist. Moment. Ja, wenn das nicht nach einem Bubu schreit. Ich wusste es. Hola, Signorita. Signora, que? Ach, Luigi, ich bin Don Juan. Und die Frauen fliegen auf mich. Na komm. Mit Stufe 30 ist echt schon... So. Das heißt, jetzt müssen wir hier lang. Ich würde sagen, wir landen irgendwann oben auf dem Dach. Ach ja, Luigi. Lass die einfach mal drehen, danke. Moment. Wieso? Okay. Bei dem bin ich noch nicht ganz hintergekommen, wie ich das schaffe. Okay, wie komme ich da hoch? Das ist die blöde Tür, die nicht aufgeht, ne? Genau. Auch hier also einen Luftballon, um da hochzukommen. Oder ich gehe einfach hier hoch. Stimmt, hier war was.
Achso, mit A schieße ich. Oh, warum habe ich das nicht gesehen? Jetzt weiß ich vielleicht, was ihr meintet. Wo komme ich hier runter her? Hier seitlich. Komm her, du blöde Spinne. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um Doggy. Jetzt ernsthaft. Jetzt ist er noch ganz oben, dieser blöde Hund. Ich hasse Fledermäuse. So, der Hund ist oben auf. Kampf von hier. Und so kommt er. Der Hund ist doch eigentlich ganz lieber, oder? Dahinter komme ich nicht lang. Oh nein, schon wieder so ein blödes Ding. Mir diese blöden Goldbarren. Danke. Jetzt ernsthaft. Ach, kommt. So. Blöden Geister. Blöder Hund. So, wo ist er lang? Natürlich ist er da rein. Gucken wir gleich mal hier, ob er hier irgendwo ist. Nein, okay. Also ins Badezimmer. Es hat mir wieder ein Buhu irgendwo versteckt. Du wolltest baden? Jetzt ist er im Schlafzimmer. Der Hund macht mich wahnsinnig. So.
Komm her. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich den damit einziehen kann, aber okay. Moment, dann ist der Hund hier lang, hier lang, hier lang. Er ist hinter der Decke. Oh, bleib doch endlich mal stehen. Jetzt hab ich dich aber. Oh, wir haben es geschafft. Yes, wir haben diesen blöden Schlüssel. Ja. Hurra, was links währt, wird endlich gut. Bravo, Luigi. Damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege begnügen. Dann bitte festhalten, mein fährtenlesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Wir hatten den Buchu. Wir haben den Knochen nicht gefunden. Aber wir hatten den Buchu. Das heißt, es wird nur... Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, es wird doch wieder nur ein Stern. Aber so kann ich mitleben. Definitiv, ja. Willkommen zurück, Luigi. Dann lass wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Neues Juwel. Neues Geistergewicht. Neues Geistergewicht. Neuen Buhu. Reichtümer gesammelt. Weiß nicht gerade viel, aber... Der Hund war jetzt gleich dabei. Ja, mich dreht der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreckweg 0915 entfleucht? Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Hm. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Igitt, der ist ja ganz zerkaut und voller Ektoschlabber. Ja. Ich gebe ihm meinen Tod zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beiden Finstermundstücke ist gerade abgeschlossen. Spektrogene Paarkomposition, Ferlmann, Astrographie, Ektolyse, dieser ganze Kram. Einfach ausgedrückt habe ich unsere Finstermundstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten in meinem Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. Nämlich in Welt 6, aber die, den Würfelstürmer, machen wir im nächsten Part. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.